Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Traders Podcast. Heute schauen wir uns den DAX an, und zwar die ersten Handelstage des Monats im September. Der September bringt jetzt, der Freitag heute bringt den letzten Handelstag mit sich, bringt auch den letzten Kalendertag mit sich, jetzt direkt das Wochenende. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der DAX über den Monatswechsel performt hat. Also sprich Januar, August Richtung September. Der September an und für sich ist ein relativ schwacher Börsenmonat. Wir haben im Dezember, je nachdem welchen Zeitraum man betrachtet, natürlich auch welchen Markt man anschaut, aber auch tendenziell die schwächste Aktienmarktperformance. Insofern ist von dem saisonalen Setup ist es durchaus möglich, dass die Korrektur noch ein bisschen weitergeht. Wenn man hier mal zunächst mal so ganz visuell sich anschaut, was so am 1. September passiert ist, da sehen wir zum Beispiel hier, das war gar nicht so ein schlechter 1. September, da ist der Aktienmarkt nämlich gestiegen, das war 2007, im Jahr 2008, da wissen wir alle, was passiert ist, war Lehman begann mit diesem 1. September, hier war so ein kleines Zwischenhoch, dann ging es ein paar Tage nach unten, hier sogar 2010 war man tief, hier 2011 war ein Tief, sogar 2012 war ein Tief, und jetzt schauen wir, wie es 2013 werden kann. Also wenn man mal sieht, 2012 war nicht so schlecht, 2012 war nicht so schlecht, 2011 war nicht so schlecht, 2010 war auch nicht so schlecht. Wir könnten jetzt natürlich in der Historie noch weiter zurückgehen und das Ganze mal anschauen, aber ich werde Ihnen das jetzt ersparen, sondern wir werden gleich in die Übersicht gehen. Und hier sieht man im Prinzip die letzten Jahre im DAX, die letzten roundabout 25 Jahre im DAX und teilweise auch zurückgerechnet mit dem FAZ-Index. Und was man hier letztlich sieht, ist diese blau-rote Linie, das ist der durchschnittliche Verlauf vom DAX. Und man sieht eigentlich, er fällt in den September hinein. Ich glaube, das Muster ist recht klar gewesen die letzten Tage. Wir haben hier ein letztes Aufbäumen am letzten Handelstag zum 1. September. Hier muss man diese vertikale Linie beachten. Das ist genau der erste Handelstag im September. Also man steigt dann sozusagen am letzten Tag vor dem Monatswechsel nochmal an. Und dann geht es eigentlich, naja, man kann sagen, mindestens 5 Tage, 6 Tage, 7 Tage, 8 Tage tendenziell nach unten. Also tendenziell hätten wir so einen Verlauf zu erwarten. Und also nichts für den Monatsstart, nichts, was besonders freundlich ist. Und insofern, wenn man jetzt die letzten Male sich anschaut, dann die letzten 3-4 Jahre, die wir uns eben angeschaut haben, das ist, wie gesagt, zuletzt positiv gewesen, aber der Durchschnitt spricht zumindest dagegen. Insofern haben wir hier von der Saisonalität her ein negatives Setup. Und was ich hier noch weiter Ihnen mitgebracht habe, diese roten, die leicht roten Balken, die man hier sieht, das sind stärkere Aufwärtsbewegungen. Ich habe hier mal alle Aufwärtsbewegungen genommen, die größer oder kleiner 3% waren, also plus 3%, minus 3%. Und man sieht das beispielsweise hier am 5. Handelstag, nee, das ist nicht der 5., das ist der 6., 7., 8., am 9. Handelstag gab es insgesamt dreimal Aufwärtstage mit 3% plus Kursveränderung. Man sieht auch hier am zweiten Handelstag im September gab es insgesamt schon zwei Aufwärtstage mit Kursverlusten größer 3%. Es gab aber auch, und das sieht man hier unten, Aufwärtstage mit Kursgewinnen von größer 2%. Also tendenziell sind die Down Days, also diese Ausreißertage, im September, am Anfang September zumindest mal, eher weniger zu erwarten. Das sieht man, weil hier weniger rote Balken sind, wogegen die etwas freundlicheren Tage im September, die also Kursgewinne von größer 3% mit sich bringen, dann schon häufiger da sind. Also es kann dann schon so einen Wohlerausbruch geben, und der Labor Day ist ja nicht ungewöhnlich dafür. Labor Day, Feiertag der USA am kommenden Montag, da gibt es übrigens heute noch einen Blogbeitrag von mir zu, gegen Nachmittag. Der Labor Day bringt ja nicht selten, sondern bringt für gewöhnlich die Volatilität auch zurück an die Märkte. Also insofern, wir haben jetzt eigentlich schon einen spannenden Börsenmonat vor uns. Was Sie hier sehen, die braune Linie ist eine Kontrollgruppe, das ist nichts anderes, wo man untersuchen kann, ob das einfach eine Zufallsauswertung ist oder ob es tatsächlich eine statistisch valide Basis ist. Aber hier haben wir eine statistisch valide Basis. Und insofern haben wir hier, wie gesagt, zunächst einmal vom Start des Septembers nicht besonders viel zu erwarten, was die Saisonalität anbelangt, eher nach unten. Aber wenn der Markt invertieren sollte, sprich wenn der Markt ein anderes saisonales Muster hinlegen sollte, dann gibt es auch, wie man hier unten an den
Balken sieht, den einen oder anderen schönen Tag, mal wo es dann 3% plus X nach oben geht. Also tendenziell, wie gesagt, allerdings die Erwartung eher negativ für heute, positiv, aber dann ab Montag beginnend auch die nächste Woche eher eine negative Erwartung für den September. Okay, das war's für heute. Wir hören und sehen uns am Wochenende, beziehungsweise morgen werde ich was schreiben im Blog. Ansonsten hören wir uns hier im Traders Podcast wieder am Montag, am Labor Day. Dann zeige ich Ihnen, wie der DAX am Labor Day performt. Bis dann, alles Gute. Tschüss, Ihr Heiko Seibel.